Siegertrophäen stehen vor uns. Doch wer von euch dreien bekommt den goldenen Cupcake? Das allein entscheidet die Jury. Und wenn Sie zu Hause sich auch jetzt sagen, ach, ich fühle mich als Gewinner, backen Sie sich doch auch eine Trophäe. Alle Rezepte dieser Staffel finden Sie im Internet unter dasgroßebacken.de. Da können Sie sich ganz viel Inspiration holen. Und hier wird jetzt die letzte Verkostung stattfinden. Deshalb bringt eure Trophäen bitte nach vorne. Ich freue mich drauf, dass Christian und Betty noch einmal von meiner Torte probieren dürfen. Und das freut mich am meisten. Also diesen Moment werde ich auf jeden Fall noch einmal genießen. Natürlich ist man angespannt und will jetzt auch wissen, ob es der Jury gefällt, ob es der Jury schmeckt. Und ja, vor allem, wer von uns mit dem goldenen Cupcake nach Hause geht. Manchmal greift man auf die Sterne und manchmal erreicht man es und manchmal eben nicht. Ihr drei habt wirklich alles gegeben. Ihr habt euch auch nicht von der Hitze kleinkriegen lassen. Wollen wir verkosten? Ja, fangen wir an. Barbara, erzähl uns etwas zu deiner Trophäe. Ich habe euch ganz was Besonderes einbaut, und zwar den Cherimoya Rahmapfel und einen Zirbenschnaps und Schokoladenböden und Spinatböden und die Himbeerböden, die ich aber die kleinen Törtchen schon einbaut habe. Oben ist auch noch Kaffeeschoko-Buttercreme und kandierter Ingwer und Himbeeren und Zotterschokoladen-Himbeer-Ganache. Man sieht so ein bisschen die Torte auch schon davonlaufen. Es sind halt auch Temperaturen, und weiße Kuvertüre hat halt so einen Schmelzpunkt, temperiert am besten bei 30, 29, 28 Grad. Wir sind drüber und das sieht man halt, dann bewegt sich das Ganze. Konzentrieren wir uns auf den Geschmack. Ich ziehe auf jeden Fall den Hut vor deiner Leistung und dass du, sag ich mal, die Courage hast, es trotzdem noch hier hinzustellen. Und ich freue mich vor allen Dingen auf den Apfel, denn den habe ich noch vorher noch nie gegessen. Danke. Ich finde, es ist ein sehr attraktiver Anschnitt. Man sieht schön die Böden, die Schichtung bei dir. Also von innen gearbeitet, das sieht sehr schön aus. Also geschmacklich kann ich sagen, es ist tatsächlich sehr, sehr, sehr gut. Also die Böden haben eine schöne, angenehme Porung. Sie sind sehr saftig. Auch das mit dem gleichmäßigen Schichten hat funktioniert. Das, was innen drin ist, es schmeckt hervorragend und es ist sehr gut gearbeitet. Und du hast dann mit einer Frucht gearbeitet, die gegen Schokolade und Zirbelschnaps ankommen muss. Und das hast du geschafft. Also du hast es genau abgeschmeckt, dass ich diesen Apfel trotzdem immer noch schmecke, obwohl es wirklich ein sehr dezenter Geschmack ist. Also beim Anschnitt kann man auf jeden Fall wunderbar die Schichtung erkennen. Üppig gefüllt mit Himbeeren. Der Anschnitt gefällt mir schon mal sehr gut. Ja, Barbara, was bleibt dazu zu sagen? Also ich finde es phänomenal. Also oben die Torte gefällt mir sogar besser als die untere, obwohl in der unteren ja dieser besondere Apfel drin ist, der natürlich eine ganz eigene Aromatik mit sich bringt. Aber die obere ist halt einfach hammerlecker. Sie sieht vielleicht nicht schön aus, aber sie schmeckt dafür ziemlich geil. Danke. Ja, handwerklich hast du drin alles richtig gemacht. Auch die Abstimmung von den einzelnen Komponenten. Auch beide im Kontrast zueinander. Ja. Schade, dass die Optik nicht geklappt hat. Vielen Dank. Vielen lieben Dank. Ich habe euch meine persönliche Siegertrophäe mitgebracht. Im oberen sind Pistazienböden, eine Himbeerbuttercreme, ein Pistazien-Honig-Crunch, und unten im Sockel meines Pokals befinden sich Schokobiskuitböden. Die habe ich mit Barista-Likör getränkt, frische Erdbeeren und ein Mandel-Crunch. Von der Form her sieht es wirklich aus wie so eine ganz klassische Trophäe.
Dieser Cupcake ist wirklich sehr schön gearbeitet, er ist sauber gearbeitet, der Isomalt glänzt. Was ich gerade am faszinierendsten finde, ist eigentlich der Glanz, der hier unten auf der Torte ist. Aber auch da die Kanten sehr sauber gearbeitet und man erkennt sofort, was du damit aussagen willst. Und ich finde es wirklich sehr gut gelungen. Du hast es für mich persönlich sehr, sehr schön umgesetzt. Vor allem die verschiedenen Techniken und unten, das ist, glaube ich, so der absolute Eyecatcher, weil man denkt tatsächlich, das wäre nicht essbar. Noch schöner ist es natürlich, dass es ein Schokokuchen ist. Gleichmäßig geschnitten. Ich sehe hier auch die Himbeeren, ich sehe hier auch die Konfitüre, außen die Ganache. Die Torte von innen ist einwandfrei. Es ist Pistazie, du hast eine angenehme Struktur dabei, du hast die Säure der Himbeere mit dabei. Es ist halt einfach sehr, sehr gut und sehr lecker. Ja, es ist einfach sau lecker. Vom Anschnitt hier, gleichmäßig geschichtet, handwerklich sieht das für mich gut aus. Mhm. Große Stücke Erdbeeren da drin, du hast sie sofort im Mund, du schmeckst es sofort raus. Es passt natürlich mit der Schokolade zusammen, dann dieser Mandelcrunch, den du eingearbeitet hast, das ist sensationell gut umgesetzt. Du weißt ganz genau, was du tust, es sind keine Zufälle und du willst davon auch mehr essen. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Meine Torte heißt Lass dich überraschen. Gleich kommt auch noch ein kleiner Überraschungseffekt. Und in der unteren Torte habe ich Blaubeerkuchenboden mit saure Sahne. Dann habe ich frische Heidelbeeren drin, Kalamansi-Kaviar und geröstete Pekannüsse. In der oberen Torte habe ich einen Marmorkuchen. Den habe ich ausgewählt, weil mein erster Kuchen, den ich damals gebacken habe, war ein Marmorkuchen. Dann habe ich frische Erdbeeren drin, gefriergetrocknete Himbeeren und Erdbeeren mit weißer Schokolade und Vollmilchschokolade. Und ein Nougat-Crunch. Ihr könnt jetzt einmal den Deckel hochheben und dann kommt die Überraschung raus. Dann machen wir das doch mal. Tada! Guck mal, das Bestechungsgeld. Ich finde den Effekt mit der Kuppel sehr schön. Insgesamt hast du sehr viele Variationen auch gewählt. Mir fehlt noch so ein bisschen vielleicht irgendwie noch eine Blume, die du hättest modellieren können. Ich glaube, das hätte der ganzen Torte gut getan, wenn nicht nur frische Blumen dabei gewesen wären. Ich glaube, letztendlich am Ende des Tages bist du froh, dass es überhaupt hier steht, weil zwischenzeitlich warst du da hinten auch sehr verzweifelt, wie hier vorne auch die Barbara. Und ich glaube, ein Pokal ohne Glitzer bei dir, das hätte ich mir, glaube ich, selbst im Vorfeld nicht ausmalen können. Von daher, wunderschön. Dankeschön. Ja, der Anschnitt auch bei dir ein bisschen wilder. Man sieht ihn noch, man ahnt ihn noch. Böden, aber relativ gleichmäßig geschichtet. Auch das Einstreichen mit der Ganache, Eindecken mit Fondant, keinerlei Schwierigkeiten. Also er ist phänomenal. Die Torte ist von den Aromaten her nicht wahnsinnig spektakulär, aber sie ist halt einfach saulecker. Marmorkuchen Deluxe. Ja. Hier ist der Anschnitt etwas schwieriger zu erklären. Insgesamt ist die Torte immer noch sehr weich. Von daher denke ich mal, wir verkosten jetzt einfach. Ja, das würde ich auch sagen. Für mich muss ich sagen, zusammen mit diesem Kalamansi-Kaviar, der immer mal wieder aufpoppt, der ist nicht als Geschmack zu merken, aber du hast diese präsente Säure. Ist das für mich tatsächlich einfach nur ein sensationeller Kuchen? Dankeschön. Ha, danke. Ja, man will den in sich reinschaufeln. Ah, krass. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke, vielen Dank.
wisst, ich liebe Eugen ja immer mit eurem Job bei der Verkostung. Aber jetzt bin ich froh, dass ich nicht in eurer Haut stecke, denn ihr müsst jetzt bestimmen, welches die Siegertorte ist. Sie hat wirklich auch da tolle Geschmackskombinationen gemacht. Sie hat uns mit diesem Rahmapfel ja auch eine ganz neue Frucht quasi nachher. In der Kombination mit der Zirbe, das ist halt einfach auch eine ungewöhnliche Kombination. Also sie hat ein sehr, sehr hohes Risiko gewählt. Es duftet sogar bis hierher. Ja. Dass Betty und Christian natürlich so nett reagiert haben, war mir im Vorhinein auch schon bewusst, weil sie einfach, glaube ich, mitfühlen. Und boah, es war echt so nett, was sie für Worte gefunden haben. Der Anstift war nicht sauber, gar keine Frage. Aber dieses Zusammenspiel von diesen Heidelbeeren zusammen mit dieser leichten Säure, dieser speziellen Zitrusfrucht, die Böden auf den Punkt gebacken, das ist einfach gut. Oh, das ist so ein schönes Gefühl. Ich habe noch gesagt, ich will noch das letzte Mal Christian und Betty von meinem Geschmack und von meiner Torte überzeugen. Und das habe ich wirklich diesmal geschafft. Und das letzte Mal. Und die letzten Momente im Zelt waren die schönsten Momente für mich. Ich bin total begeistert, dass sie unsere Kritik aufgenommen hat und dass sie jetzt gerade im Finale tatsächlich da was handwerklich gemacht hat, gefällt mir gut. Ansonsten finde ich vor allem, ist es wirklich eine Trophäe auch, die man sieht. Jetzt ärgere ich mich fast ein bisschen, dass ich nicht geschmacklich einfach ein bisschen mutiger war. Naja, es ist jetzt wie es ist. Ich bin gespannt, ich gönne es allen vom Herzen, aber es kann halt nur einer gewinnen.